Heute gibt es mal wieder ein Video über den Seher Alois Ihlmeier, also ein Prophetie-Video über die Prophezeiungen von Alois Ihlmeier. Heute werden wir den Zeitungsartikel besprechen. Landshuter Zeitung vom 12. April 1950. Heute haben wir den 1.7.2020. Dann würde ich mal sagen, dann fangen wir mal an, die Prophezeiung zu besprechen. Es wird gar struppig kommen. Das heißt, es wird sehr schlimm kommen. Vom Untersberg bis zum Wedelstein passiert gar nichts. Da, wo die Mutter Gottes von Altötting ihren Mantel breitet, wird keinem ein Haar gekrümmt. Also in diesem Bereich, der hier angegeben wird, soll den Leuten, wie gesagt, kein Haar gekrümmt werden. Dort soll also wenig passieren oder gar nichts passieren. Ich sehe zwei große Rudel Flieger kommen. Eines von Westen, das andere von Südwesten. Von Osten her, da wimmelt es grad von lauter Raupen. Schier eine drückt die andere. So viele sind es. Die Leute in den Raupen drinnen sind alle tot. Und doch, die Raupen fahren noch alle weiter, ganz allein, bis sie dann auf einmal bleiben halt stehen. Ja, das sind wahrscheinlich Panzer, von denen Ihlmeier da gesprochen hat. Man muss sich ja vorstellen, dass er alles aus einer Sicht von oben gesehen hat. Also auf jeden Fall vieles hat er von einer Sicht von oben gesehen. Und da konnte er manche Dinge ja nicht genau erkennen. Aber er spricht dabei höchstwahrscheinlich von Panzern, die einfach dann weiterfahren. Und die Menschen sind noch drinnen, aber werden, wie gesagt, was später noch erwähnt wird, von einem giftigen Kampfstoff getötet. Und zwar ziemlich plötzlich und ziemlich arg. So, dann wollen wir mal weiter besprechen. Die Flieger werfen Dinger runter. Die sind zwar gar nicht groß, doch hin ist alles, wohin sie fallen. Kein Gewürm am Boden wird mehr leben. Kein Gräschen wird mehr sein. Ich sehe die Menschen liegen, wie ihnen das Fleisch von den Knochen fällt. Also daran kann man schon sehen, dieser giftige Kampfstoff, der von den Fliegern abgeworfen wird, der dringt sehr tief in das Erdreich ein, dass sogar die Würmer im Boden sterben. Ja, dass kein Gräschen wird mehr sein, dass auch viele Pflanzen oder gar alle Pflanzen davon in Mitleidenschaft gezogen werden, dass diese absterben oder verätzt werden. Ja, und er hat die Menschen, wie gesagt, gesehen und dass ihnen das Fleisch von den Knochen fällt. Und das, ja, schon ein Anzeichen darauf, dass dieser Kampfstoff ziemlich stark ist. Ein Jahr kann niemand hin mehr dort, würden alle sterben. Das heißt, hier gibt es ja die Zeitangabe, ein Jahr kann niemand mehr dorthin, wo diese Kästchen abgeworfen werden, wo dieser giftige Kampfstoff niedergeht. Ein Jahr lang, selbst ein Jahr lang nach Abwurf dieses Kampfstoffes, kann niemand mehr dorthin. Wie stark muss dieses Gift sein, muss man sich fragen. Was für ein mieses Zeug ist das? Ist das chemisch? Oder ist das vielleicht sogar nuklear? Keine Ahnung. Muss auf jeden Fall eine ziemlich heftige Wand sein. Denn aus Gift oder, ich weiß nicht, aus einem ziemlich zerstörerischen Kampfstoff, wo man sogar nach einem Jahr nicht mehr durchgehen kann. Das ist ziemlich heftig. So, dann spreche ich mal weiter. Von der Donau bis zur Nord- und Ostsee ist es ein Grausen. Viele Menschen sterben noch. Nicht an Cholera, nein, nein. Wir nennen es halt den schwarzen Tod. Also dann, das weist darauf hin, dass dort möglicherweise noch ein bakterieller Kampfstoff eingesetzt wird, bakteriell.
und dass dieser noch zusätzlich die Menschen noch krank machen wird. Oder aber es entsteht eine Seuche aufgrund der vielen Toten, die bei diesem Geschehen entstehen und dass dadurch halt Seuchen entstehen durch die verwesenden Leichen überall und dass die Bakterien sich dann ausbreiten und dadurch eben Seuchen entstehen, wie etwa die Pest. Vielleicht ist es die Pest, vielleicht ist es aber auch sowas Ähnliches wie die Pest. Oder es ist eben ein kreierter Kampfstoff, der in diesem Kriegsgeschehen eingesetzt wird. Zwei große Rudel Menschen kommen noch über die Donau und retten sich bei uns. Aber das dritte Rudel Menschen kommt nicht mehr rüber. Ein Ring legt sich um sie. Von denen bleibt ja keiner mehr am Leben. Tja. Zwei große Rudel Menschen kommen noch rüber über die Donau und retten sich bei uns. Ja. Ja, Flüchtlinge, die dann in den ersten Stunden versuchen, sich auf irgendeine Seite zu schlagen und ihr Glück versuchen und ihr Heil suchen. Ja, manche schaffen es, manche nicht. Aber wie gesagt, das dritte Rudel an Menschen kommt, wie gesagt, nicht mehr rüber. Ein Ring legt sich um sie. Bei uns südlich der Donau leben dann so viele Menschen, dass es für keine mehr reicht. Der Hunger treibt die Stadtleute hinaus aufs Land. Die holen sich dort, was sie brauchen. Tja, das habe ich ja schon mal in einer anderen Prophezeiung damals vor einem Jahr, glaube ich, vorgelesen, dass eben die Menschen aus den Städten aufs Land eilen werden, weil in den Städten schon längst nichts mehr zu essen gibt und weil dort zu gefährlich ist. Und sie werden dann den Menschen auf dem Land alles wegklauen. Und die werden dabei auch ziemlich brutal vorgehen und auch morden. Sogar nur für ein Stück Brot. Also das wird richtig heftig. Gestohlen und geplündert wird gerade genug. Der Krieg, der dauert gar nicht lang. Ich sehe ganz deutlich einen Dreier stehen. Ich weiß nicht, sind es 3 Tage oder sind es 3 Wochen? Ich kann es nicht genau sagen. Das hat er auch öfter an anderen Stellen gesagt. Und man kommt, wenn man alle Informationen miteinander, wie gesagt, vergleicht und auch besonders zum Beispiel eine andere Prophezeiung vergleicht, die zum Beispiel von Theodor Beikirch, dabei kommt heraus, dass dieser Krieg tatsächlich 3 Monate dauert. Ungefähr 3 Monate tatsächlich. Gerade dann wird das klar, wenn man eben auch andere Quellen hinzuzieht. Nicht nur Alois Ehlmeier, sondern auch mit anderen Quellen vergleicht. Und wenn man dann dieselbe Dauer hat, dann kann man ja sehr stark davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um diese 3 Monate handelt. Und davon gehe ich, wie gesagt, auch aus. So, dann geht's weiter. Du kannst schon in Landshut bleiben, doch rate ich dir, gar gut, mach 3 Tage kein Fenster und keine Tür auf. Dann überlebst du die schwere Zeit. Ja, wie gesagt, dabei spielt Alois Ehlmeier auf die 3 Tage Finsternis an, die er ja in anderen Quellen auch besprochen hat. Dort hat er auch gesagt, dass 3 Tage Finsternis kommen und dass man dort alle Türen und Fenster verschlossen halten sollte. Ein großer Mann wird plötzlich sterben und dann hört auf der Krieg. Das ist nicht auf den Hochgestellten bezogen. Da gibt es ja auch eine Aussage von Alois Ehlmeier, wo er gesagt hat, da wird ein großer Mann ermordet und dann geht's los. Das passiert auch tatsächlich. Aber hier erwähnt er, was sehr interessant ist, einen anderen großen Mann, der plötzlich sterben wird. Innerhalb des Krieges, am Ende des Krieges. Und dann hört auf der Krieg. Ja, dann wird wohl einer von beiden Seiten, ich denke mal entweder vom, wie ich das nenne, vom heutigen Westblock oder vom Ostblock sterben. Ein Machthaber. Und dann daraufhin geht dann alles, tja, zugrunde. Ich sehe einen Haufen Soldaten ziehen vom Chiemgau her da rein nach Salzburg. Die Menschen sind ganz gelb. Man glaubt, es sind Chinesen. Und doch sind es keine.
Das ist auch sehr interessant. Also sie sehen gelb aus, die Menschen, die da kommen. Es sind aber keine Chinesen. Tja, ich denke nicht, dass diese Menschen so gelb aussehen, weil sie, wie gesagt, diesen gelben Kampfstoff, der abgeschmissen wird, der diesen gelben Strich entstehen lässt, dass diese Menschen davon gelb sind, weil, wie gesagt, diesen Kampfstoff würden sie nicht überleben. Das wird es wahrscheinlich nicht sein, dass dadurch das Gesicht gelb ist. Dazu muss man aber wissen, dass es heute Bündnisse gibt von Russland und China, Militärbündnisse, die gesagt, nicht nur auf jeweils Russland oder China, also allein ausgebreitet wurden, sondern es gibt auch Bündnisse von Russland und China, zum Beispiel mit der Mongolei, mit den Mongolen. Das ist sehr interessant. Und diese Menschen könnten ebenfalls als die gelben Menschen betitelt werden. Na. Sie hätten dann die Eigenschaften, wie gesagt, man sagt ja über Chinesen, das sind gelbe Männer. Es sind aber keine Chinesen, ja, dann könnten es aber, wie gesagt, Mongolen sein. Na. Das könnte zum Beispiel ein Indiz dafür sein. Ich weiß es nicht, ob es so ist, aber es ist eine Möglichkeit, die man in den Raum werfen könnte. Ne? Die bringen niemanden mehr um. Nur stehlen. Ja, stehlen tun sie. Was sie halt brauchen für ihr Leben. Naja, das heißt, wie gesagt, dass das vorher Soldaten sind, die im Kampf kämpfen und auch morden, wie hier steht. Aber zu der Zeit ist Krieg schon aus und sie haben auch keine Kraft mehr und kein Ziel mehr, weil sie wissen, sie haben wahrscheinlich sowieso alles verloren. Und dann sind sie auch des Krieges müde und versuchen einfach nur noch zu überleben. Natürlich sind sie halt noch am Leben und versuchen dann am Leben zu bleiben. Ganz verständlich. Ein Staat im Westen kriegt die größte Revolution von allen. Von allen Zeiten. Ja. Da gibt es die Theorie, dass sich Alois Irmeier damals auf die USA bezogen hat, weil er damals sich nicht getraut hat, gezielt so über die USA zu sprechen. Das kann sein, er kann die USA damit meinen. Man könnte aber auch genauso gut andere große Staaten im Westen damit meinen. Das weiß man nicht. Aber es kann so sein, weil hier wird ja auch noch weiteres geschildert. 2/3 aller Menschen, die sind tot. Und man kann sich ja gut vorstellen, also wenn ich mir vorstelle, wer kriegt die größte Revolution wirklich von allen, dann würde ich persönlich auf die USA tippen. Warum tippe ich auf die USA? Ich tippe deswegen auf die USA, weil dort fast jeder bewaffnet ist. Jeder weiß, dass wenn dort mal eine Riesenrevolution ausbricht, dann wird der amerikanische Staat schon allein mit sich selbst so viel zu tun haben, mit seinen eigenen Leuten so viel zu tun haben. Ja, weil, wie gesagt, jeder dort bewaffnet ist. Und das ist heftig. Das gibt auf jeden Fall eine Riesenrevolution. Ne? Man kann ja jetzt schon sehen, wenn da irgendwelche Sachen passieren. Wenn da irgendwelche kleineren Aufstände passieren, wie in den letzten Wochen, dass das dort da schon ganz schön rund geht. Und das sind ja nur kleine Sachen. Ne? So, weiter geht's. Ich sehe eine Stadt dort mit einem eisernen Turm. Die Stadt geht drauf. Nicht aber durch den Krieg. Nein, durch die eigenen Leute. Das wird an anderer Stelle ebenfalls immer wieder von Alois Irmeier auch beschrieben, dass die eigenen Leute, besser gesagt die eigene Jugend Frankreichs, Paris anzündet. Wobei auch wie der eiserne Turm in Flammen steht. Wir wissen natürlich, der Turm an sich kann eigentlich nicht brennen. Haben auch schon viele gesagt, weil er ja, wie gesagt, hauptsächlich aus Eisen besteht. Okay. Ne? Aber alles drumherum um diesen Turm, das brennt. Und wenn man dann von Weitem guckt oder wenn man von oben guckt, sich die Szenerie anschauen würde, dann würde man dennoch aber die Flammen sehen und den Turm, der in den Flammen steht. Also sieht es tatsächlich so aus, als wenn der Turm brennen würde. Ne? Optisch gesehen, von einem Seher zum Beispiel, aus der Ferne oder von oben, würde das so gesehen werden.
Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Auf jeden Fall, die eigene Jugend, die eigenen Leute zünden Paris an. Darauf kann man sich, wie gesagt, auch einstellen. Und das passiert erst, dass dieses Finale erst, wenn es soweit ist. Die anderen kleinen Feuer, die dort immer wieder passieren in den letzten Jahren, wie gesagt, das passiert immer wieder da. Aber das ist kein Grund, jedes Mal zu sagen, dort geht's jetzt los. Nein, das ist falsch. Das sind Vorzeichen. Ne? Aber es zeigt natürlich schon, was irgendwann dort kommen wird. Das stimmt. Der Papst verlässt seine Stadt und geht nach Westen. Dort, wo eine große Kirche steht, am großen Wasser. Und wenn er wieder zurückkommt, sind von seinen Leuten nur 6 noch da. Denn auch dort geht es drunter und drüber. Ja, hier weiß man, der Papst geht, verlässt seine Stadt und geht nach Westen, dort, wo eine große Kirche steht, am großen Wasser. Adolf Ehrmeier spricht dabei von Köln und er geht zum Kölner Dom. Das ist die große Kirche. Weiter. Nach dem großen Krieg kommt das Massensterben und Hungersnot. Und dann kommen auch noch die Fluten. Das ist auch sehr interessant. Also nach dem Krieg, wenn man dieses ganze Kriegsgetümmel, wer das überlebt hat, was ja schon echt ohnehin schon sehr schwierig ist, das zu überleben. Dann kommt das Massensterben aufgrund von Krankheiten. Und nicht nur aufgrund von Krankheiten, sondern noch aufgrund von Hungersnot, von Hunger. Es werden dort noch sehr viele Menschen danach sterben an Hunger und an Krankheit. Das sind diejenigen, die den eigentlichen Krieg überstanden haben. Das ist auch ganz krass. Und dann kommen auch noch die Fluten. Ja, und die Fluten kommen mit dem einen Szenario, was ich mit euch gleich besprechen werde. Das ist, wie gesagt, das Sacharow-Szenario, was angewandt wird, dass man eben eine Bombe in die Nordsee schmeißt. Eine große, sehr große Bombe, wahrscheinlich eine Wasserstoffbombe von seiner Kraft her, die sehr viel Schaden anrichten wird und die auch, wie gesagt, Fluten anrichten wird, die auch Teile von Deutschland bis nach Berlin erreichen wird. Weiter geht's. Ich sehe eine große Insel um England herum. Auch untergehen. Auch, wie gesagt. Ne, an der Stelle, hier muss ich das erwähnen, auch untergehen. Weil er hat gesagt, England wird dabei fast komplett untergehen durch diese Flutwelle, durch den Tsunami, der entstehen wird. Durch die Bombe, die abgeworfen wird. Ich kann nicht sagen, wie sie heißt, die Insel. Aber sehen tue ich das gut, hat er gesagt. So, jetzt blende ich euch mal eine Karte ein. Auf dieser Karte seht ihr, wie gesagt, die Nordsee. Ihr seht Europa. Und ihr seht in diesem Text, dass noch eine andere Insel untergehen wird. Das ist sehr interessant. Diese Aussage ist neu, kann man sagen. Das heißt, dass nicht nur England fast komplett untergeht, sondern noch eine andere Insel. Eine andere Insel um England herum, hat er ja gesagt. Das wäre zum Beispiel, das könnte Irland sein, direkt daneben, neben England. Das könnte aber auch vielleicht sogar Island sein, weil Island ist offiziell auch eine Insel. Ne? Weiter im Norden seht ihr ja da oben. Das könnte auch passieren, dass Irland oder Island ebenfalls untergehen werden. Durch diese heftige Explosion, die da stattfinden wird, dieser heftige Tsunami, der dadurch entstehen wird. Wenn ihr davon noch nichts erfahren habt, schaut euch das Video an, was ich damals gemacht habe. Ich habe damals Ehrmeier in Verbindung mit dem Sacharow-Szenario gebracht. Das ist, wie gesagt, damals nur 2016 aufgefallen. Da habe ich das erste Video darüber gemacht. Das andere, was ich heute gemacht habe, das Video, also in den letzten Wochen, das ist ein Remake davon. Das heißt, wie gesagt, die Tsunami-Bombe. Alois Ehrmeier, die Tsunami-Bombe. Schaut euch das an, dann habt ihr auch diese Hintergrundinformation dazu, die sehr nützlich ist und sehr wichtig ist. Jo, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal weiter. Aber nachher kommt eine gute Zeit. Ein anderes Klima kriegen wir auch. Keinen Winter wird es mehr geben bei uns und wachsen tut gerade genug. Ja, dazu muss man sagen, er hat ja gesagt, dass dann nach dem Krieg eine gute Zeit kommen wird. Nicht direkt danach, aber nach ungefähr 1,5 Jahren.
dann ist das Schlimmste überstanden und dann fängt die Zeit an, wo sich die Dinge anfangen zu verbessern. Er sagt, dass wir ein anderes Klima bekommen werden. Ja, das merkt man ja schon jetzt, dass dieses Klima sich wandelt. Man merkt, dass es in Deutschland deutlich wärmer geworden ist. Die Sommer sind deutlich heißer geworden und auch trockener geworden. Wir kriegen hier, wie gesagt, ein Klima wie im Süden normalerweise, wie im Mittelmeerraum. Und er hat ja auch an anderer Stelle gesagt, dass wir hier Südfrüchte anbauen können, dann, dass jetzt zwei Ernten im Jahr möglich sind. Und das wird auch alles deutlicher. Man merkt, dass die Sommer hier sich auch deutlich von ihrer Spanne erweitert haben. Es geht deutlich früher los mit dem Sommer und der Sommer endet auch deutlich später. Und das Wetter ist einfach ergiebiger. Wir haben viel mehr Sonnenstunden hier in Deutschland auf einmal. Und es ist auch trockener, wie gesagt. Wir brauchen nur mehr Wasser. Ne? Ja, es wird keinen Winter mehr geben bei uns. Irgendwann, hat er gesagt. Hier. Zu der Zeit wird es dann keinen Winter mehr geben. Ich kann sagen, ich lebe ja auch schon, jetzt bin ich bin in meinen 30ern, ne? Ende 30 bald, kann man sagen. Und ich kann euch sagen, hier wo ich wohne, dieses Jahr ist das, wie gesagt, das erste Mal gewesen, dass wir hier wirklich, wirklich keinen Winter hatten. Wir hatten hier überhaupt keinen Schnee. Und wir hatten hier für gerade mal 4 Nächte im Winter, wo es mal gerade -1 oder -2 war. 4 Nächte. Der Rest war immer im Plus. Kein Schnee, nichts. Das ist kein Winter gewesen. Das war ganz deutlich. Und auch die vorangegangenen Jahre war der Winter nicht mehr so, wie der Winter eigentlich war, wo ich klein war. Das kann man einfach nicht mehr vergleichen. Man merkt das, dass diese Schilderung tatsächlich auch jetzt schon Realität wird. Na, wir sind davon nicht mehr weit entfernt, kann man sagen. Viele Leute ziehen jetzt dann rüber über die Donau. Dort oben, da ist jetzt Platz, gerade genug. Sie bauen sich Häuser wieder auf und Land haben sie gerade genug. Bayern, Österreich und Ungarn werden eine Donaumonarchie. Ich sehe den Monarchen stehen, dort hinten in der Ecke. Es ist ein alter, grauer, hagerer Mann. Er wird vom Papst gekrönt, denn der kommt wieder zurück. Ich sehe von unten her auf der Donau Dampfer ziehen. Ganz schwarze Wolken steigen vom Kamin zum Himmel hinauf. Die bringen Sachen gerade genug. Und die Bauern tragen volle Kraxen. Die bringen Sachen in die Stadt, weil sie so viel haben, bringen es gar nicht los. Ich sehe die Bilder ganz deutlich vor mir. Die bösen Zeiten werden bald kommen. Das ist auch sehr interessant, dass danach, wenn alles, fast alles zerstört ist, dass wir dann wieder deutlich mehr Dampfer benutzen, die dann also immer noch gibt. Und das ist dann ungefähr auch die Zeit, die 1,5 Jahre danach, wo wieder deutlich mehr Nahrung auch hier wieder bei uns ankommt. Das hat er auch an anderer Stelle, wie gesagt, geschildert. Da kommt Dampfer ein und dann werden auch wieder Nahrungsmittel hier ankommen bei uns. Man hört auch dieses entsetzliche und extreme Hungern auf. Ja, und die Bauern tragen, wie gesagt, volle Kraxen. Kraxen sind übergroße Tornister auf dem Rücken, ne? Die man trägt. Wo man einen ganz großen Stauraum hat, wo man ganz viele schwere Sachen mit sich rumtragen kann. Das sind Kraxen. Ja, dann gibt es noch einen Satz. Ich kann nicht sagen, genau die Zeit. Auf einmal ist es halt da. Ja, das kann ich jetzt auch nur bestätigen. Damit endet, wie gesagt, auch dieser Zeitungsartikel. Diesen Satz kann ich auch nur bestätigen. Ich kann auch nicht sagen, welche Zeit es ist. Ne? Da ihr euch ja immer wieder wundert, wann es soweit ist. Und ihr fragt mich natürlich auch, ihr wollt natürlich den Zeitpunkt wissen, ich weiß das. Das wollen ja alle Menschen wissen, aber ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ne? Die Seher wussten es nicht und ich weiß es auch nicht. Ihr kennt ja meine Einstellung, man sollte auch nicht sagen, dass es irgendwann soweit ist, wenn man es eben nicht genau weiß. Dann sollte man das eben, wie gesagt, auch nicht tun, weil es keinen Sinn macht. Und das würde, wie gesagt, der Prophetie nur schaden, wenn ich euch irgendein Datum nennen würde und das dann nicht eintreten würde. Weil die Leute dann sagen würden, ja, seht ihr, die Leute sprechen immer davon, kündigen irgendwas an. Ist ja sowieso gar nicht wahr alles. Ne?
Und deswegen mache ich das auch nicht, weil einfach unprofessionell ist. Ne? Wie gesagt, ich weiß, es ist relativ nah. Irgendwann kann das passieren. Irgendwann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir in einem Endszenario. Das ist auf jeden Fall klar, da steht fest. Ne? Wir sind auf den letzten Metern, kann man sagen. Nur wie lang sind die letzten Meter? Ne? Ein Jahr? Zwei Jahre? Drei Jahre? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Sieben Jahre? Acht Jahre? Zehn Jahre? Ich weiß es nicht. Ne? Das wird auch, wie gesagt, niemand wissen. Es gibt heutzutage zwei Machtblöcke auf dieser Welt, die konkurrieren. Das ist zum einen der Westblock, wie ich ihn nenne, und der Ostblock. Ja? Dieser Westblock und dieser Ostblock, die waren früher mal etwas anders. Vor allen Dingen der Ostblock war etwas anders. Früher verstand man den Ostblock hauptsächlich unter der Sowjetunion. Ja? Aus, wie gesagt, dem heutigen Russland und die Staaten, die die Sowjetunion dann halt eingenommen hat und auch kontrolliert hat. Das war damals der Ostblock, kann man sagen. Aber heute ist dieser Ostblock, wie gesagt, ein anderer Block. Hat sich ja viel getan, gerade da in dieser Region. Heute ist der Ostblock, wie gesagt, besteht ja aus Russland und China. Diese beiden Staaten haben eine große Macht, beide. Eine sehr, sehr große Macht zurückgewonnen in den ganzen Jahrzehnten. Und zusammen, wie sie ja auch auftreten, haben sie einen sehr großen Einfluss. Und sie wollen natürlich, sind auch darin bestrebt, ihre Macht natürlich auch auszubauen. Das ist ganz klar, wie alle Machtblöcke das tun. Auf der anderen Seite haben wir den anderen Block. Das ist der Westblock. Der Westblock besteht aus der USA, aus der EU in Europa und aus der NATO. Diese einzelnen Gebilde bilden alle das einzig und dasselbe. Ein Block ist das. USA, EU, NATO. Das ist alles eine Sache. Das ist alles ein Block, ein Westblock. Und diese beiden Blöcke kämpfen schon immer um die Gunst von Europa. Schon immer. Und diese beiden Seiten tun schon immer alles dafür, um ihre eigene Macht, wie gesagt, auszubauen und die andere Macht zu verdrängen. Beide gleich. Damals hat man gesagt, auf der einen Seite im Westen sind die Alliierten und die andere Seite im Osten sind die Sowjets. Dieser alte Kampf Ost gegen West, West gegen Ost besteht heute immer noch. Hat sich ein bisschen geändert, die ganze Sache, aber im Grunde ist es genau dasselbe. Immer noch in Grün. Ja, und das muss man auch dazu wissen, wenn man sich diese ganzen Szenarien anschaut, wenn man die heutige Geopolitik verstehen möchte, wenn man Arlos Ehemeyer, vor allen Dingen dieses geschilderte Endszenario verstehen möchte, dann ist genau das wichtig, das auch mal zu verstehen, dass es daran liegt. Das ist, wie gesagt, dieser Finalkampf zwischen diesen Gebilden, die ich gerade erwähnt habe. Auf der einen Seite China, Russland und auf der anderen Seite USA, EU, NATO. Das ist es. Die werden sich bekriegen. Und genau so ist es ja, wie gesagt, auch von Alois Ehemeyer am Ende geschildert worden. Genau diese Parteien sind dabei. Auch China. Wobei man sagen muss, dass jetzt ein großes Bündnis besteht zwischen Russen und China. Russen und China, wir werden untereinander ihre Kriegsmaschinerie, ihre Kriegsaktion abstimmen, wer wen angreift. Und Russland wird ja fast komplett alleine Europa angreifen. Mit einem Überraschungsangriff nach der Ermordung des Hochgestellten. Und dann wird ein separater Angriff stattfinden, der auch, wie gesagt, auch von anderen Seher gesehen wurde, beschrieben wurde. Der wie folgt ausgeht, dass China zusammen mit einem Teil von Russland die USA angreifen wird, über Alaska und von Norden in die USA einfallen werden. Und wer aufgepasst hat in den Nachrichten, hat in den letzten Jahren gemerkt, dass Russland und China vermehrt in Alaska aktiv werden tatsächlich. Naja, und dort viele
Posten aufgebaut haben, viele Stationen aufgebaut haben und ihre Macht dort auch ausweiten wollen, schon jetzt. Das sind alles Vorbereitungen. Diese Militärübungen von China und Russland mit den 300.000 Mann, die bereiten sich vor. Die wissen das. Wissen natürlich, dass es da zwangsläufig darauf hinausläuft. Und die andere Seite bereitet sich auch darauf vor, der Westblock. Die EU, Amerika und die NATO. Man merkt es ja an dem Verhalten. Die NATO möchte sich auch gern immer mehr am liebsten etablieren, möchte sich auch immer mehr ausweiten, wiederum in die östliche Richtung. Wie man ja auch gemerkt hat in den letzten Jahren, die USA sowieso. Und die EU versucht eigenständiger zu werden, aber das können sie nach meiner Meinung sowieso nicht, weil sowieso alles unter einer Knute ist. Die absolute Befehlsgewalt, laut meiner Meinung, hat sowieso die USA über die EU und über die NATO. Das ist so. Das ist denen ihr Befehlsgeber. Ja, und die bereiten sich auch vor. Die rüsten auch auf. Alle rüsten auf. Alle. Der Westblock rüstet auf mit neuen Rekordzahlen, die noch nie gegeben hat. Aber auch Russland rüstet auf mit neuen Rekordzahlen und China ebenfalls. Das muss man auch dazu wissen. Ist nicht von der Hand zu weisen, sind alles Fakten. Ne? Wer mir das nicht glaubt, der kann mal selbst nachforschen. Und der wird, wie gesagt, auf die gleichen Dinge stoßen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Aber darauf wird es hinauslaufen. Okay, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr einige Informationen wieder dazugewonnen habt, gerade die Leute, die sich noch nicht groß damit beschäftigt haben und jetzt erst einsteigen in dieses Thema. Für die ist das natürlich sehr interessant. Ja, und dann möchte ich mal sagen, dann verbleiben wir mal so. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt mal bis zum nächsten Mal.